Grüß Gott, liebe Schachfreunde. Man kann Karpow und Kasparow viel vorwerfen, nur nicht, dass sie nicht kämpften. Heute wollen wir Ihnen die 16. Partie zeigen. Mit 102 Zügen und nahezu 12 Stunden Dauer, die viertlängste in der Geschichte der Schachweltmeisterschaften und zugleich die längste Gewinnpartie überhaupt. Mein heutiger Gast ist der Schweizer Schriftsteller Silvio Platter. Grüß Gott, Herr Platter. Ich habe sehr gerne Ihre Bücher gelesen, zum Beispiel Kein schöner Land und Zunehmendes Heimweh, deren Titel ja schon viel sagt. Habe aber keine Ahnung gehabt, dass Sie auch Schach spielen, bis ich also von Ihrer Festansprache zum 100-jährigen Bestehen des Schweizer Schachvereins las. Wie halten Sie es denn im Schachspiel? Oh ja. Also ich habe als Kind schon Schach gespielt, weil in unserem Haushalt ein Schachbrett stand. Neben Monopoly und Mensch ärgere dich nicht und dem Leiterspiel auch Schach. Und mein Vater hat mir dann gezeigt, wie das geht mit den Figuren. Und so, ich muss sagen, im Schach habe ich so das erste Mal das Erlebnis gehabt, dass der Vater auch nur mit Wasser kocht. Und wiederum, ich konnte ihn dann mal schlagen. Wiederum ist Schach auch das erste Spiel, in dem ich gemerkt habe, dass ich auch mit Wasser koche, weil mein kleiner Bruder mich geschlagen hat. Und jetzt spiele ich eigentlich Schach manchmal gegen meinen Computer und hin und wieder mit meiner Tochter, die sich natürlich auch diebisch freut, wenn sie gewinnt. Also Schach ist für mich ein Spiel, ist Vergnügen, ein Spiel, das Spaß machen muss und bei dem wir ein bisschen plaudern über die Schule und dann einen Zug machen und einander sogar helfen. Also etwas sehr Kommunikatives, etwas, das mir Spaß macht. Also bei Gott nicht so, dass sie sich so gegenüber sitzen und dann herrscht ein Schweigen, vielleicht gar ein grimmiges Schweigen, jeder will den anderen besiegen. Dazu habe ich kein Talent. Ich habe das mal, also ich habe mal eine tolle Schachpartie erlebt. Ich durfte mal simultan gegen Karpow spielen. Und da habe ich gesehen, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben habe ich die Züge vorausgesehen. Aber es waren die Züge von Karpow. Und das war plötzlich ganz durchsichtig und ich hatte ihn im Verdacht, dass er mit zwei Händen spielt und immer zwei Züge macht. Also da habe ich zum ersten Mal gesehen, was Schach sein kann als Sport, als Denkspiel, als etwas ganz Transparentes, als eben etwas ganz anderes als das, was ich mache. Also mein Schach hat eher was mit Mensch ärgere dich zu tun, als mit den Partien von Karpow und Kasparow. Ja, aber was würden Sie jetzt ja, als besser, sagen wir mal, ansiedeln, das wirklich das Schach als reines Spiel so einer Familie oder wirklich da, wo es ja schon in den Leistungsbereich hineingeht, wirklich wo es Leistungssport ja wohl auch ist? Ja, ich würde das gar nicht gegeneinander ausspielen. Das sind Entscheidungen. Also so wie ich mich entscheide, ich mache einen Spitzensport, sei es das Radfahren, Fußball und mache das nicht nur zum Spaß, so kann man sich entscheiden, ich mache jetzt Schach und das heißt dann, auch ich lerne Theorie, ich studiere Partien, ich will mich verbessern. Ich will zum Beispiel mich gar nicht unbedingt verbessern. Natürlich will ich besser spielen, aber ich würde das überhaupt nicht gegeneinander ausspielen. Ich finde es gut, wenn Leute das zum Plausch spielen und kann das sehr gut verstehen, dass man aber auch in den Schachclub geht und das übt und trainiert und eine gewisse Stärke erreichen will, dann kann es etwas sehr Umfassendes werden, das etwas bieten kann. Es kann auch eine Beschränkung sein, das ist klar. Aber ja. Schreckt es Sie nicht vielleicht manchmal ab, wenn man also hört, also die beiden, wie die wirklich direkt mit Mannschaften aufwachen, voller Sekundanten, eigener Koch, eigener Arzt, eigener Computer vielleicht, der zur Hilfe steht da. Also nimmt es da nicht schon wirklich gigantische Ausmaße an, die einen eher abschrecken können? Ja, wissen Sie, wenn man jetzt Schach als Sport sieht, dann sehe ich das eingebettet in andere Sportarten. Die weltbesten Sportler, die haben alle irgendwo einen Knall. Oder das geht ohne nicht. Also nicht nur die Schachspieler. Nein, alle. Ob einer jetzt, sehen Sie, den Weltrekord bricht im Gewichtheben. Oder ob einer jetzt 100 Meter in 89 laufen will. Oder Marathonläufer oder Rad, die Tour de France fahren. Man muss in diesen Bereichen von Leistungssport, muss man göttlich begabt sein und tierisch arbeiten und muss ein im besten Sinn ein Verrückter sein. Ich meine, wir haben zu viele normale Menschen und zu wenig Verrückte. Und wiederum kann man es nicht alleine schaffen. Es gibt keinen Sportler im Bereich der Weltspitze, der ein Einzelgänger ist. Er braucht ein Team, er braucht jetzt Sekundanten, einen Masseur. Im Schach braucht man ja wohl einen Psychologen und einen Computer noch dazu. Also das Leistung ist heute nur möglich in diesem Bereich mit Betreuung.
Und in dem Sinn könnte man auch sagen, also Kasparow und Karpow, die spielen als Exponenten eine Partie als Spielführer oder Captains von zwei ganz starken Teams. Ja, aber gut, also während der Partie, da sind sie zumindest einsam und alleine auf der Bühne. Und diese Partie, die 16. Partie, wo sie viele, viele lange Stunden ganz einsam jeder für sich kämpfen mussten, die wollen wir uns jetzt gleich anschauen. Ja, was Sie hier sehen, ist die Anfangsstellung. Und vor dieser, genauer gesagt, vor den weißen Steinen, saß Kasparow, ohne einen Zug zu machen, obwohl seine Uhr lief. 1,5 Minuten, dann zog er schließlich E2, E4 und unmittelbar darauf kam auch Karpow. Ich habe mal mit Kasparow drüber gesprochen, was ist da eigentlich, warum zieht er denn nicht gleich? Und er sagte mir, ja, der Karpow, der könnte draußen noch irgendwo sich auf den Zug einstellen, vielleicht noch seine Vorbereitung überprüfen oder was auch immer. Obwohl ich glaube, auch da spielt sicherlich auch Aberglaube mit. Ja, die Sportler bereiten sich auch mental vor und ein wenig erinnert mich das natürlich an die Spielchen, die Cassius Clay, Mohammed Ali manchmal mit seinen Gegnern gemacht hat. Ja. Ja, ja. Dritte Runde, ja. Ja gut, aber schließlich kam dann also doch der Zug, E2, E4, also wieder der Königsbauer. Und dann erschien eben auch schon Karpow unmittelbar drauf und zog E7, E5. Dann Springer G1, F3, eben auch alles wie gehabt. Springer B8, C6. Ja, das sind eigentlich die normalsten von beiden schon tausendmal gespielten Züge. Und doch ist eben schon wirklich, wie auch Herr Blatter sagte, das psychologische Gefecht voll im Gang bereits. Kommt jetzt zum Beispiel wieder der Standardzug Läufer B5, also Spanisch, oder wieder, wie in der 14. Partie, D2, D4. Und just das kam dann auch. Und das ist jetzt schottisch, ja? Das ist also ja, jetzt schottisch, ja. So wird schottisch definiert, wenn im dritten Zug hier der Bauer nach die 4 Es ist ja auch lustig, dass jetzt alle Leute wissen, dass es im Schach schottisch gibt, ja? Bis jetzt war das für mich immer nur ein Tanz in der Volksmusik. Ja, also wirklich eine Reklame auch für Schottland. Wobei die Namen der Eröffnung ja auch seltsam sind da. Ja. Also schottisch, indisch und weiß ich was alles da, ja? Oft. Ja? Ja, die ganze Schachweltmeisterschaft ist eigentlich eine Propaganda für den Schachsport. Das hoffe ich und das glaube ich auch. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall hat jetzt Karpow hier genommen. Bauer schlägt Bauer auf D4 und selbstverständlich schlägt Kasparow hier wieder. Und jetzt kommt der Königsspringer nach F6 und greift den Bauern E4 an. Jetzt wäre es durchaus möglich, den Bauern so mit Springer B1, C3 zu decken. Doch Kasparow... Hätte ich jetzt gemacht, ja. Und wäre bei Gott nicht schlecht, ein ganz normaler Entwicklungszug. Danke, ja. Ja. Aber Kasparow spielt hier direkt Springer schlägt C6, so wie in der 14. Partie schon, um auch das Spiel in ja eher vielleicht sogar etwas ungewöhnliche Bahnen zu lenken. Und wenn jetzt Schwarz, also Karpow, so wieder nehme, dann wären seine Bauern am Darmflügel, doch hätte er einen Doppelbauern hier in der C-Linie und vor allem hätte Weiß dann die Bauernmajorität hier am Königsflügel. Also das wäre sicherlich nicht so gut. Ja, er würde auch aber, ein gewöhnlicher Schachspieler hat eben dann Angst, dass ihm der Gegner, der auch ein gewöhnlicher Spieler ist, das Pferd den Springer wegnimmt. Ja. Sicherlich. Und jetzt auf jeden Fall hat Schwarz jetzt Karpow so wiedergeschlagen, auch also mit dem Bauern zum Zentrum zu, auch um Damentausch zu vermeiden. Und hat jetzt immerhin, Schwarz kann jetzt auf der B-Linie zum Beispiel operieren. Andererseits hat er doch also diesen Doppelbauern, der zwar dadurch, dass er nicht isoliert ist, verbunden ist mit dem D-Bauern, gar nicht so schlecht ist. Aber immerhin, Doppelbauer ist Doppelbauer. Das ist übrigens eine Stellung zum Beispiel hier, so die Schwarz jetzt hat, die Großmeister Unziger glänzend beherrscht und oft schon sehr gut gespielt hat. Und jetzt unmittelbar hier, obwohl die Figuren, die Leichtfiguren noch alle im Stall sind, E4, E5. Dieses Vorprellen, ja. Ja. Das macht meine Tochter auch immer. Ich finde das ein bisschen unverschämt, weil es einen dann in Verlegenheit bringt, wie man weiterfahren soll. Ich weiß nicht, also ob es auch Karpow als unverschämt empfand, dieses Vorprellen, was also gleich den Springer angreift. Ja. Aber auf jeden Fall, er reagiert entsprechend und bringt jetzt seine Dame nach E7 und greift diesen Bauern gleich an.
der ja auch in der Linie hier des Königs steht. Und eigentlich mit dem Zug spielt Karpow so, wie ein guter Spieler nicht spielen soll. Denn die Dame steht jetzt schon früh im Geschehen vor dem König. Die Läufer sind ja beide noch unentwickelt. Außerdem versperrt sie hier dem eigenen Königsläufer den Ausgang. Also genau. Also kann man sagen, dass ihn Karpow auch gezwungen hat zu diesem Zug mit dem Vorprellen des Bauern? In gewisser Beziehung ja. Zumindest ist es eine gute Möglichkeit hier, Dame E7 zu spielen. Aber vor allem deshalb, es wäre doch, glaube ich, immer noch sehr bedenklich, wenn Weiß jetzt eine gute Alternative hätte, diesen Bauern, der ja bedroht ist, anders zu decken als mit Dame E2. Und die Möglichkeit hat er im Grunde nicht. Ja. Und er muss also jetzt auch ähnlich wie Schwarz reagieren, also auch seine Dame, wenn man will, so irgendwie so ein bisschen unglücklich, dümmlich da auf E2 postiert und auch eben zum Beispiel seinem Läufer den Ausgang versperren. Der schottische Damentanz als Folge. Ja, und es ist wirklich jetzt auch ein riesen Tête-à-tête hier in der E-Linie, ja, die Damen und die Könige. Also ein ungewöhnliches und seltsames Bild. Andererseits droht jetzt natürlich wirklich der Springer genommen zu werden. Mhm. Und insofern muss der ausweichen nach D5. Ich weiß nicht, wie Sie es mit Ihrer Tochter immer halten, wo dann Ihr Springer hingeht, aber der Karpowsche geht auf jeden Fall. Sie gehen dann mehr an den Rand damit, ja. Aha. Ja, und jetzt auf jeden Fall im Zentrum, da ist wirklich eine Gefahr. Er fängt nicht gleich den nächsten Tritt ein mit C2, C4, was also den Springer wiederum angreift. Ja, und in der 14. Partie spielte Karpow jetzt Läufer A6. Ich führe den Zug mal aus, obwohl er in der Partie jetzt nicht geschah. Und was den Bauern C4 fesselt, der kann also nicht auf D5 schlagen, weil sonst der Läufer die Dame schlagen würde. Also was mich als Laie ein wenig erstaunt, dass der den Turm so lange da auf A8 stehen lässt. Also jetzt... Mit denen hätte man doch auch schon bewegen können. Ja, grundsätzlich ist natürlich ein möglicher. Der Turm, der will hier mal nach B8 auf die B-Linie. Ja. Andererseits, also hier wirklich erstmal hat der Springer das Messer an der Kehle und muss also irgendwas zu seiner Rettung unternommen werden. Also insofern versteht man das. Andererseits, der Läufer hier, wie in der 14. Partie hat sich das gezeigt, der steht ein bisschen unglücklich, so unbeholfen, so wie ein Penäler vielleicht beim ersten Rendezvous. Und deshalb entschied sich Karpow diesmal für eine andere Lösung. Ich stelle also jetzt mal den Läufer hier zurück. Er zog jetzt den angegriffenen Springer gleich nach B6 zurück. Springer B6. Und Kasparow entwickelt jetzt seinen Damenspringer nach D2. Und die Dame, die ja doch auf E7 unglücklich steht, kommt nach E6 und macht so dem Läufer eben auch den Ausgang auf der Diagonale. Die Bewegungsfreiheit für Schwarz ist jetzt wesentlich größer durch diese Möglichkeit, die Dame nach vorn zu bringen. Und auch der Läufer, der Schwarze, der steht doch auf B6 gut so. Der Springer jetzt hier auf B6. Entschuldigung, ja, der Springer, ja, der steht doch jetzt gut. Also jetzt steht er doch gut. Ja, er greift natürlich hier den Bauern auf C4 an. Andererseits natürlich kann der auch leicht ab vom Schuss sein. Wir werden es gleich sehen. Denn jetzt spielt hier Weiß, Kasparow, B2, B3, sichert damit nochmal den Bauern C4, auch kontrolliert das Feld A4. Und eigentlich weiß dieser Springer jetzt hier gar nicht so recht, wo er hin will. Ja? Dahin geht's nicht, dahin geht's nicht, dahin geht's nicht. Da hinten stehen eigene Figuren. Also wenn Sie es genau anschauen, der kann im Moment gar nicht ziehen, was auch nicht viel besagen muss. Aber einfach ist es nicht. Ja, jetzt kam also B3 und Schwarz, bis dahin ist so eine Partie auch schon mal gespielt worden. Also mit denselben Zügen, ja? Mit denselben Zügen, ist also bekannt. Aber den nächsten Zug, A7, A5, den hat selbst die Schachdatenbank Chessbase noch nicht gesehen. Also ist er neu. Alles, was nicht im Computer ist, ist also neu. Aber dafür ist es eigentlich auch logisch. Der Bauer, der will vorrücken und dann die A-Linie öffnen. Kasparow spielt also die A-Linie öffnen, um mit dem Turm dann auch ins Geschehen einzugreifen. Genau, um mit dem Turm hier ins Geschehen einzugreifen und wirklich also auch am Damenflügel entsprechendes Gegenspiel zu suchen. Also er sucht eine Öffnung
Dadurch, dass er mit dem Bauern nach vorn geht, sucht er eine Öffnung des Spiels, um die ein bisschen unbeweglichen eigenen Figuren, Sie haben gesagt, der Springer ist so eingepfercht, um das wieder zu befreien. Ja, das kann man so sagen. Aber Kasparow also lässt sich im Moment nicht beirren, spielt ganz konsequent Läufer B2. Und jetzt, bis dahin haben die beiden eigentlich sehr schnell gespielt. Und nun dachte Karpow erstmals längere Zeit nach. Und zwar 16 Minuten für den Zug Läufer F8 nach B4. Ja, und wie ist der? Nix gescheit, sagt man dazu in Franken. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz heißt. Auf jeden Fall in... Ja. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum es nicht sehr gescheit ist. Also, ja, ich weiß auch nicht, warum der 16 Minuten da gebraucht hat, um einen nicht optimalen Zug zu machen. Ja, ja. Gut, aber das ist natürlich immer sehr leicht zu kritisieren. Und sehr, also der Spassky zum Beispiel als Kommentator, der hat in seinem französisch-englischen Kommentator-Mischmasch da gesagt, un petit fault. Ja. Und in seinen Analysen aber war er noch drastischer und kündigte hier bereits, also nach dem Zug, die Beerdigungszeremonie für Karpow an. Natürlich als Kommentator also, spricht man sich leicht. Wenn ich jetzt diesen selber im Spiel gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich vor diesem Zug gefürchtet, weil auf A2 der weiße Bauer dann vorrückt, hätte ich gedacht. Ja? Genau das passiert auch. Warum der Zug... Kasparow spielt nämlich jetzt A2, A3, zwingt damit den Läufer zu einer Erklärung. Und dieser Läufer ist eben doch wohl sehr wichtig. Also den hätte sich Schwarz wohl besser erhalten hier, weil er doch eben sehr viele der schwarzen Felder kontrolliert. Und dieser Abtausch jetzt, der, ja, wer A sagt, muss auch B sagen, kann man sagen, so halbwegs erzwungen ist, der ist fraglich. Also er nimmt jetzt Läufer, schlägt. Ja, und verliert Springer. Nachher auch, ja. D2 und Weiß nimmt mit der Dame wieder. Dame schlägt D2. Wenn er jetzt mit dem Läufer nicht geschlagen hätte, sondern zurückgefahren wäre, macht man sowas nicht im Meisterschach. Durchaus. Also, in ähnlichen Positionen kommt es vor. Also wenn ich spiele, ich will mich ja gar nicht vergleichen, aber die anderen Leute, die zuschauen, spielen ja auch vielleicht ähnlicher wie ich, als wie Karpow und Kasparow, dann mache ich auch solche Züge und nehme sie dann wieder zurück. Sind das Dummheiten? Nicht unbedingt, nein, wirklich nicht. Also erstens kann es den Gegner provozieren, zweitens kann es eventuell auch eine Schwäche. Jetzt ist das Feld B3, dadurch, dass der andere Bauer nach A3 fuhr, das Feld B3 kann mal eine Schwäche werden, das kann mal so unterminiert werden mit A5, A4. Nein, das kann durchaus auch ein ganz sinnvoller Plan sein. Bloß in diesem speziellen Moment funktioniert es so nicht. Und jetzt kam der Abtausch. Ja, jetzt kam der Abtausch und man sieht vielleicht, dass die beiden Figuren, also immer noch der Läufer und der Springer, so ein bisschen so dastehen wie bestellt und nicht abgeholt. Der Springer B6, der Läufer C8 und Karpow will jetzt das Problem gewaltsam lösen. Er spielt D7, D5 und also auch der Zug wurde heftig kritisiert, ich glaube zu Recht, denn mir scheint es, dass er jetzt auch wirklich so vom Regen in die Traufe kommt, von einer etwas schwierigeren Stellung in eine ja schon nahezu verlorene. Kasparow tauschte jetzt im Zentrum, nahm den Bauern weg. Und also könnte man bisher sagen, dass Kasparow, obwohl weiß spielend, Karpow zwingt zu einem Angriffsspiel, das ihm eigentlich gar nicht so entspricht, dass das ein psychologischer Trick war in diesem Spiel, also dass er ihn provoziert hat, eine Spielweise zu wählen, die gar nicht seine große Stärke ist. Ich glaube, dass Sie recht haben. Also so wirklich der Partieverlauf und das deutet darauf hin, dass also hier wirklich, dass er nicht in seinen Wassern schwimmt. Also mir scheint jetzt, Kasparow gilt als der angriffige Spieler und innovative und Karpow als der große Verteidigungskünstler. Und in dieser Partie, korrigieren Sie, wenn ich das falsch sehe, scheint mir, dass zwar weiß ist Kasparow, aber schwarz greift an. Ja, in gewisser Beziehung schon. Gut, er wollte natürlich auch das Problem von seinem Läufer und Springer lösen, aber gewaltsam lösen und wahrscheinlich eben letztendlich nicht auf die beste Art. Jetzt nahm er hier wieder auf D5 und Kasparow spielte Turm C1, bringt also hier den Turm auf die C-Linie, auf die halboffene. Die Türme, die wollen ja so offene Linie haben und greift vor allem auch den Bauern C7 an, hat zum Beispiel auch das Feld C5 im Visier, also auch ein wichtiges Feld, ein schwaches Feld bei Schwarz.
Ja, und ist es sehr schwer jetzt den Bauern, man kann ihn natürlich decken, er könnte eins vorrücken, das hat Spassky noch als die beste Möglichkeit vorgeschlagen. Aber nach 21-minütigem Nachdenken, und Spassky war wieder ganz so bei seiner Beerdigungszeremonie, brummte auch so ein paar Töne, die wohl Trauermarsch darstellen sollte, spielte Karpow dann schließlich die kurze Rochade und überließ den Bauern seinem Schicksal. Mhm. Ja, warf den also wirklich jetzt dem Gegner in den Rachen, weil seine Erhaltung und ja, eben doch große Mühe und Sorgen bereitet hätte. Aber er zieht damit, vielleicht hat er auch gedacht, dass er, wenn er den Turm nach vorn zieht, dass er da, dass der auch gefährdet werden könnte im weiteren Verlauf des Spiels in dieser Stellung. Das mag sein, aber auf jeden Fall hat sich Kasparow nicht davon abschrecken lassen, hat also jetzt wirklich hier auf C7 zugegriffen. Natürlich muss man sagen, sein König ist noch hier in der Mitte, der Läufer ist noch drinnen, also Rochade ist noch nicht direkt im Sicht und Schwarz hat schon rochiert, also kann Schwarz vielleicht einen Angriff gegen den noch in der Mitte befindlichen weißen König entfesseln. Darauf hat also Karpow ganz sicherlich gehofft. Aber andererseits, Weiß hat hier wirklich einen gesunden Mehrbauern und im Grunde hat Schwarz kaum Kompensation. Ja, wir haben hier einen Riesensprung zur Stellung nach dem 95. Zug von Karpow als Schwarzen gemacht. Die Reihen haben sich sehr gelichtet, wie Sie sehen. Und Kasparow als Weißer musste hier in spätestens 15 Zügen matt setzen, es sei denn, eine Figur wäre geschlagen worden oder ein Bauer würde ziehen, was allerdings bei den ineinander verkeilten Bauern kaum möglich erscheint. Es gibt nicht im Schach die 50-Züge-Regel. Das heißt, man muss innerhalb von 50 Zügen also entweder eine Figur schlagen oder einen Bauern ziehen, sonst kann der Gegner Remis reklamieren. Und das hätte Karpow als Schwarzer hier natürlich immer noch mit dem Handicap der Qualität weniger allzu gerne getan. Andererseits, Kasparow spielte hier bei der zweiten Wiederaufnahme sehr schnell. Er hatte seine Hausaufgabe offenbar glänzend gemacht, brauchte nur 3 bis 4 Minuten für 14 Züge, während Karpow über dieser schweren Stellung brütete und brütete. Ja, und da haben wir eben jetzt schon die vorentscheidende Stellung. Der weiße König ist ins schwarze Lager tief eingedrungen und Schwarz ist in einer ganz unangenehmen Zugzwangposition. Das heißt, jeder Zug, den er macht, verschlechtert seine Stellung. Und Kasparow spielte jetzt hier ganz seelenruhig Läufer C3 und sagte, pass, jetzt mal du. Ja, jetzt muss er sich nochmals verschlechtern. Also. Er muss sich verschlechtern, denn der König kann den Läufer nicht im Stich lassen. Der Bauer kann ja nicht ziehen. Ja, und der Springer, der hat auch kein Fältchen hier von den wenigen, die ihm geblieben sind, wo er hin kann. Immer ginge er verloren. Also muss, ob er will oder nicht, der Läufer muss ziehen. Er ist hier nach F5 gegangen und scheinbar ist es ja auch eine schier uneinnehmbare Festung. Aber nun kann der weiße Turm ins gegnerische Lager eindringen, dem König Schach bieten und den auf die Grundreihe zurückzwingen nach F8. Und jetzt kommt der Läufer hier nach E5 und nimmt dem Springer also wirklich die letzten Atemmöglichkeiten. Er steht nicht ganz mächtig hier im Zentrum. Und der Springer am Rand ist wirklich... Also wie der schwarze Peter. Wie der schwarze Peter, ja. Ja, Schwarz kann im Grunde nur mit seinem Läufer etwas hin und her ziehen. Also jetzt Läufer D3, Turm A7, jetzt Läufer E4, will das Feld A8 kontrollieren, damit der Turm da nicht hin kann im Zweifelsfall. Aber der Turm geht einfach nach C7. Ja, und Schwarz, das ist wirklich die Agonie. Er brütet und brütet und findet nichts, wie das unaufhaltsame Schicksal noch zu wenden wäre. Jetzt Läufer D6 mit Schachgebot. Der König hat nur ein Fluchtfeld. Er muss nach G8, aber das gibt dem weißen König die Möglichkeit, nach E7 zu kommen und dieses wichtige Feld zu erobern, den schwarzen König noch mehr in dieses Eck abzudrängen, wo ihn natürlich dann umso leichter das Schicksal ereilt. Und hier an dieser Stelle, nach 102 Zügen und nahezu 12 Stunden Spieldauer, gab Karpow auf, obwohl vielleicht für viele noch gar nichts Klares ersichtlich ist und vor allem, obwohl Weiß in spätestens 8 Zügen hier matt setzen muss oder eine Figur geschlagen haben muss. Man könnte versuchen zu fliehen.
Man könnte ja versuchen zu fliehen. Aber schauen wir uns doch mal einfach eine mögliche Fortsetzung jetzt an. Wenn also jetzt der Läufer F5 nach F5 kommt, also wohlgemerkt, Karpow hat hier schon aufgegeben, bloß um das verdeutlichen, wie Kasparow hätte gewinnen können, dann kann meinetwegen der Läufer jetzt nach E5 kommen. Und jetzt schwebt immer die Drohung Turm C8, Schach, und dann Turm H8, matt über dem Haupt des Schwarzen. Lassen wir nach G4 gehen, den Läufer, Läufer G4. Aber jetzt geht der Turm einfach nach B7 und es ist nicht mehr zu vermeiden, dass er nach B8 kommt, wenn er will. Ja, jetzt kann eigentlich nur noch der Springer ziehen, denn es droht Turm B8, Schach. Und im nächsten sucht dann Turm B8 nach H8 matt, weil der Läufer auf E5 den Turm deckt. Lassen wir den Springer nach G7 gehen. Jetzt also Turm B8 mit Schachgebot. Der König hat nur ein Feld. Er muss nach H7. Und jetzt nähert sich der weiße König noch mehr. Der Springer ist angegriffen, kann aber auch nicht fliehen. Wiederum wegen dieses Matts. Ein letzter Möglichkeit, ein Racheschach, Läufer E6 Schach, aber der König geht einfach nach F8 und jetzt muss der Springer sich erklären, wenn er nicht geschlagen werden will, lassen wir ihn nach F5 ziehen. Aber der Turm kommt jetzt auf die 7. Reihe zurück, gibt dem König Schach und jetzt ist es eben wirklich hoffnungslos, gerade rechtzeitig noch würde Weiß so gewinnen. So gesehen scheint alles klar, aber irgendwie war es auch ganz knapp. Und man könnte sich jetzt ja fragen, wie geht das weiter, dieses Spiel? Es ist ja, das war schon der Anfang, auch etwas Psychologisches, Mentales. Also Sie kennen wohl die beiden Spieler, ich kenne sie nicht. Ich spekuliere jetzt, ich kann mir vorstellen, dass beide zu schaffen haben. Karpow mal mit der Niederlage. Wiederum, er hat nicht schlecht gespielt und er hat gesehen, zwei-, dreimal Kasparow hätte entscheiden können, hat es aber nicht geschafft. Er ist 10 Jahre älter, er hat Erfahrung. Also ich finde, vielleicht ist er nicht am Ende. Also er hat noch eine Chance. Und Kasparow könnte auch trotz des Sieges ein wenig zermürbt sein und sehen, dass es verdammt schwer ist, diesen Karpow zu schlagen und dass es gar nicht klar ist, obwohl er es jetzt wieder geschafft hat. Also wie sehen Sie jetzt so den psychischen Zustand der beiden, wenn ich mal fragen darf? Also ich glaube, dass Sie ganz recht haben. Und vor allem hat sich beim vorherigen Wettkampf auch schon mal gezeigt, dass Karpow durchaus in der Lage war, einen Rückstand aufzuholen und sogar also noch ganz gefährlich dem Kasparow auf den Pelz zu rücken. Und es dann auch erst im letzten Moment die Weltmeisterschaft entschieden wurde. Und obwohl jetzt Karpow zwei Partien mehr gewinnen muss, ist wirklich noch nicht aller Tage Abend. Ja, aber wir müssen jetzt leider schon so langsam zum Ende kommen. Wenn Sie an den Manuskripten unserer Sendung interessiert sind, dann schicken Sie bitte einen Scheck über 38 D-Mark an den Telemanuskriptdienst, Kennwort Schach, Postfach 26 0202, in 8000 München 26. Ja, mir bleibt es noch, mich bei meinem Gast, Herrn Blatter, vielmals zu bedanken. Es hat mich gefreut, mit Ihnen mich auszutauschen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.